Hallihallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Star Wars The Old Republic. Imperialer Agent. Beziehungsweise Scharfschütze. In der letzten Folge haben wir ja Haben wir ein bisschen mit den Gefährten gesprochen und haben jetzt auch eigentlich die Anpassung hier zurückbekommen. Der Kundendienst hat mir geholfen und ich habe auch rausgefunden, wie das geht. Ich habe ja zuerst hier geschaut, was natürlich ziemlich dämlich war, weil da natürlich stand, Gefährtenfenster, aber ich habe das ja überflogen, habt ihr ja gemerkt, wahrscheinlich. Da habe ich das nicht gesehen. Ja, und wegen Eintrag habe ich dann erstmal einen Codex-Eintrag gedacht. So, wir wollten jetzt anfangen mit Handlungsbogen, die Sternfestung. Wir starten direkt rein. Ich sagte, wir starten direkt rein. Ah, jetzt. Ihr seht nicht besonders glücklich aus, Theron. Was ist los? Sie waren dabei, einen Widerstand aufzubauen. Anwohner, Imperiale. Sie hatten Ressourcen, einen Plan, eine Einsatzbasis. Miot wollte Waffen reinschmuggeln. Weg. Sie sind alle weg. Die Sternenfestung über Botawi hat jede Spur von ihnen, jeden einzelnen Rebellen vernichtet. Und ist dann einfach weitergezogen. Als wäre nichts gewesen. Das ist furchtbar. Wir müssen ihnen helfen. Zahlt es ihnen heim. Die ist über Botawi. Bei einem solchen Schlag muss es sicher Kollateralschäden gegeben haben. Sie brauchen unsere Hilfe. Baywan Ego versucht, sie über inoffizielle Kanäle zu erreichen, um die Situation einzuschätzen. Aber wir haben ja nicht mal genug Vorräte für unsere eigenen Leute. Zeigt ihr die Holo-Aufzeichnung. Die Sternenfestungen sind Kampfstationen. Tödlich und allgegenwärtig. Sie sind Arkans Werkzeug, um die Galaxis ruhig zu halten. Es gibt unzählige Welten, die wir wegen diesen Dingern nicht mal kontaktieren können. Es gibt Dutzende, vielleicht Hunderte. Wir haben alles versucht, um etwas über ihr Innenleben und ihre Schwachstellen herauszufinden. Vergeblich. Und jetzt das. Im Moment unterdrücken sie nur, aber das ist nur, um Zeit zu gewinnen. Ich spüre es, Commander. Arkan hat mit diesen Dingern etwas vor. Etwas, von dem wir uns nicht mehr erholen werden. Ich kümmere mich darum. Setzen wir die Gravestone ein. Ich zerstöre sie. Wenn die Waffen der Gravestone so gut gegen die ewige Flotte gewirkt haben, sollten sie doch auch bei diesen Kampfstationen nützlich sein. Die Gravestone ist stark, aber diese Dinger haben Zerstörer vernichtet, ohne auch nur einen Kratzer zu kassieren. Also keine Gravestone. Aber es muss doch einen Weg geben. Wir können es versuchen, worüber wir gesprochen hatten, uns reinschleichen. Solange wir nicht wissen, was uns dort erwartet, ist das ein enormes Risiko. Oh ja. Also gut, irgendwas müssen wir unternehmen. Ich gehe auch. Ich versuche, mich schlau zu machen, damit wir wissen, wie wir am besten mit ihnen umgehen. Es wird schon klappen. Ich wünsche, wir wüssten mehr. Die Zeit drängt, gehen wir. Das funktioniert schon. Wir finden einen Weg. Das hoffe ich, Commander. Das hoffe ich wirklich. Okay. Sprich mit Lieutenant Marklo. Kampf um die Sterne machen wir jetzt erstmal. Die Sternenfestung. Ach so, der ist draußen. Wieder diese Ladesequenz kommt doch irgendwie immer, wenn man die Allianzbasis verlässt. Oder wenn man wieder zum Eingang zurückkehrt. Da kommt irgendwie immer dieser scheiß Ladebildschirm, der mich immer noch nervt und der auch immer ewig dauert. Und irgendwann glücklicherweise dann doch mal vorbei ist. Okay, ach so, nein, ich weiß, was auf mich zukommt. Jetzt müssen wir die Mission, glaube ich, machen. Wenn die Typen mal spawnen würden, heißt es. Warum habe ich eigentlich gar keine Buffs an? Ich glaube, hier müssen wir gleich rein, oder? Nicht wahr? Da. Zugang die Sternenfestung. Yep. Commander, Lieutenant Marklo.
Ich gebe zu, dass ich nicht viel über euch weiß. Aber ich weiß, auf welcher Seite ihr vor langer Zeit standet. Vielleicht tut ihr das auch noch, aber... Was ich eigentlich sagen will. Jeder republikanische Soldat auf diesem Felsen steht im Kampf gegen Sakul hinter euch. Bis zum Ende. Seid ihr bereit? Einzelspielermodus starten, Mission ablehnen. Ja, Einzelspieler natürlich. Viel Glück. Wenn ihr es schafft, in eins dieser Dinger einzudringen, jagt es in die Luft. Okay. Einzelspieler Flashpoint, die Sternenfestung. Geil. Schließt Einzelspieler Flashpoint die Sternenfestung ab. Okay, dann machen wir das doch mal. Aber ich wollte jetzt mal noch mal kurz im Postfach gehen. Wir haben nämlich noch ein bisschen Post. Was ist denn da jetzt überhaupt drin? Ach so, ich habe zwei Sachen verkauft. Ja, toll. Zwei Leute, die Fähren gekauft haben. Geil. Oh, jetzt geh weg, du Scheißteil. Warte, so. Jetzt gehst du ja weg. Wollen wir jetzt mal mit, müssen wir mit Hakan sprechen? Aber jetzt nicht. Jetzt habe ich gar keinen Bock mehr dazu. Der Glätter ist übrigens vom Freunde-Zeug da. Irgendeiner hat. Zwei Leute haben den Link benutzt. Okay, dann gehen wir jetzt erstmal hier mal rein. Und das Bild sieht schon mal ziemlich geil aus. So, da sind wir nun in der Sternenfestung. Danke, dass ihr vorbeigekommen seid. Wir müssen jetzt reden mit ihm hier? Nö. Was gibt's? Nichts. Was soll ich hier machen? Navi-Computer. Ach, da. Egal, neue Gespräche. Verdammt, scheinbar nicht gesagt. Momentan Orbit über Odessen. Über sich alle bekannten Sternenfestungen bitte gewünschtes hier eingeben. Alderan, Bösavis, Hoth, Nashadar, Tatooine, Voss. Ja, fangen wir mit Alderan an. Reise nach Alderan starten. Was ist, kann man das jetzt alle machen, oder was? Oh, es geht los. Auf Alderan. Wenn ihr mich schon für spießig haltet, Miot, macht euch auf was gefasst. Verlasse die Fähre. Geil. Schöner Flashpoint, kenne ich doch gar nicht. Fährenluftschleuse, okay, verlasse die Fähre. Dann machen wir das doch mal. Ich weiß nicht, ob man hier alle Planeten machen muss. Ich hoffe mal nicht. Denn das wird ziemlich nervig. Ich bin gespannt, was jetzt hier rauskommt, was jetzt hier kommt. Wartungsschacht. Kommen wir jetzt hier auf den Planeten? Wenn ja, wäre das geil. Nein. Hallo? Achso. Lag nur etwas. Ihr seid in einem Wartungsschacht über einem der Hauptbeobachtungstürme. Ihr solltet da drin ein Aufzugssystem finden, das euch tiefer ins Innere bringt. Schwer zu sagen, was sich im Herzen dieses Dings befindet. Haltet die Augen offen. Wir bleiben in Verbindung. Vielleicht darf man hier natürlich auch wieder nicht nutzen. Ich bin gespannt, wie groß das hier ist. Das ist auch wieder mein erstes Mal. Ich habe das bisher noch nie geguckt. Oder irgendwo gesehen. Den Flashpoint. Hört sich aber sehr interessant, weil wenn man das auf mehreren Planeten machen kann, ob es dann immer unterschiedlich ist, weiß ich natürlich nicht. Ich habe einfach mal mit Alderan angefangen, weil es das erste heute ist. Dass ich nachher nicht durcheinander komme, falls ich doch irgendwann mal alle machen muss. Ich weiß nicht, wo es jetzt hingeht. Ah, da unten. Oh, natürlich kommen Gegner. Wuhu! Die allzeit bekannten Gegner. Brauche ich hier Heilung oder brauche ich keine Heilung? Was gibt's hier nicht mal so einen Druiden? Oder was? Okay, ich glaube, ich brauche auf jeden Fall Tweak. Ich hole, glaube ich, gleich Tweak mal wieder. Weil so geht das, glaube ich, nicht, kann ich das, glaube ich, gar nicht angehen. Brauche ich gar nicht jetzt anfangen. Wo ist Tweak? Tweak. Tweak da. Deaktiviere mich. Ja, Tweak brauche ich. Ja, Tweak geht schon wesentlich besser. Ich habe wohl einen sehr aktiven Knotenpunkt gefunden. Bleibt wachsam. Ich empfange starke Energie. Sag mir, was für den Häuptling ich los ist. Das solltet ihr euch vielleicht ansehen. Das Problem ist, dass hier zu viele Gegner sind. Kannst du mir das Problem wieder lösen? WTF. Da lang. Oh Gott. Ist denn der Bonus? Nee. Für den Turbolift zu den Unterdecks. Den Oberdecks. Nee, wir wollen zu den Unterdecks. Ich gehe zu den Oberdecks.
nichts. Nix. Egal, wenn wir die Quest dahin zeigen, gehe ich doch hin. Nachher am Ende dann, du hast dich verarschen lassen. Das fand ich ziemlich geil, wenn das so wäre. Wenn die Quest hier das dahin zeigt, aber leider steht ja hier Unterdecks und da steht zu den Oberdecks. Das wäre echt ziemlich geil, wenn das jetzt so wäre. Bestimmt wäre das jetzt hier der richtige Weg. Ich wette, das wäre nämlich zu langweilig, wenn ich. Das wäre irgendwie auch komisch. Ich hoffe mal, euch haben die HK-Folgen gefallen. Ich habe mich ja gar nicht mal so blöd angestellt dabei. Irgendwie dachte ich, stelle mich blöder an. Was heißt blöd angestellt? Kann man dafür das Glück da nichts für. Ich bin halt gar kein blöd oder schlecht oder doof. Und kann ich die jetzt wieder schubsen? Bei meinem Glück bestimmt wieder nicht. Ja, ich hab's auch gesagt. Hatte ich auch in den Flashpoints und das Problem, dass ich die nicht runterschubsen konnte. Also von den Flashpoints von AK. Scheiße, wo ist der jetzt hin? Nein, ich wollte den hier. Meine Lieblingsattacke. Nee, das ist nicht. Das ist meine Lieblingsattacke. War eine meiner Lieblingsattacken. Moment, was macht Trick da, bitte? Also, wenn ihr wissen wolltet, wie groß diese Anlage ist, bitte sehr. Trick ist hier schon wichtig. Oder halt ein Gefährten einfach heilt. Aber Trick hat meiner Meinung nach die besten Heilskills. Und der ist die Million noch absolut wert. Aber vor allem, weil es ein Evok ist. Du hast sonst keine Evok-Gefährten in dem Spiel. Die Anpassung, die kosten zwar Kartellmünzen, könnte ich mir theoretisch kaufen, aber ich will die nicht dafür ausgeben. Die Frage ist, bitte schreibt in die Kommentare, wer genau auf den Link geklickt hat, denn ich weiß es einfach nicht. Bitte lügt da bitte auch nicht. Bitte schreibt da die Wahrheit. Also bitte schreibt da, ich habe auf den Link geklickt und jetzt hast du dafür Kartellmünzen erhalten. Und ich habe ja gesagt, alle Kartellmünzen, die ich von euch bekomme, werde ich dafür auch einlösen. Jetzt habe ich nur noch, jetzt weiß ich nur natürlich nicht, ob das jetzt, ob da irgendwie 500 Kartellmünzen von meinem Abo sind. Kann natürlich auch sein. Und ich gucke, ich habe noch 40 Tage Abo-Spielzeit. Das ist eigentlich noch genug, das ist mehr als die Hälfte. Wo komme ich jetzt mal zu den Unterdecks? Komme ich da unten hin zu den Unterdecks? Turbolift-Steuerung hört sich auf jeden Fall sehr interessant an. Sehr, sehr wichtig. So, es war gar kein Lift vorhin. Man sieht das übrigens in den aktuellen Flashpoints gar nicht mehr so wirklich gut. Dort in den aktuellen Missionen gar nicht mehr, ob es ein Lift ist oder ob es einfach nur ein Durchgang ist. Kartenende. Ich würde sagen, wie scheiße das mal bei den Lift, bei den Fahrstühlen, wenn es wirklich als Fahrstuhl angezeigt wird, nicht lang gehen kann, wie bei der Karte. Also, dass man zum Beispiel jetzt hier draufklicken, dann hier hinkommt. Beim Fahrstuhl geht das immer nicht. Weil es mehrere Ebenen geht, kommt, gibt. Dass man das dann auswählt. Perfekt den Gegnern ausgewichen. Unperfekte Gegner, die direkt wieder rumstehen müssen. Oh Gott, ist das hier ein Labyrinth, ey. Was hat das jetzt wieder mit Alderaan zu tun? Oh, jetzt wieder ist noch jemand dazu gekommen. Hi. Oh fuck. Komm, schreib mal einmal hi und was passiert, man stirbt fast. Nein. Lass mich in Ruhe. Ich würde sagen, das hier mache ich alles in eine Folge. Hi, was ist jetzt los? Sind wir überhaupt richtig? Nein, oder? Nee. Ne? Och nö, ne? Ist das nicht euer Ernst, bitte? Ach Gott, ey. Dafür können sie mich hier nicht treffen. Oder doch? Ich kann nicht zu mir kommen. Sein Trick ist so doof und holt irgendwie hoch. Aber Trick ist nicht doof. Trick ist geil. Habe ich da jetzt gar keinen Schaden bekommen? Ich bin doch da sonst wo runtergefilmt, bin von da oben runtergesprungen. Warum habe ich da keinen Schaden bekommen? Oder war das ganz knapp vor der Fallschaden? Nee, nur da. Oder habe ich Schaden bekommen? Trick hat mich wieder geheilt. Ich habe auf jeden Fall kein Minus da gerade gesehen. Blitzschuss. Nee, ist der Heckschuss. Das ist ein Heckschuss gewesen. Das ist Gewehrschuss. Ich war noch immer keine Ahnung von seinen ganzen. Splitterschuss? Splitterschuss meine ich natürlich. Splitterschuss. Was war denn hier Gewehrschuss?
Das ist da vielleicht? Ne, das ist EMP-Entladung. Auch ein Skill, den man, glaube ich, ab 56, nee, ab 58, glaube ich, bekommt. Für die schade, dass es gar keine neuen Skills wirklich gibt, außer die EMP-Entladung. Ich weiß genau, ob es auch immer noch die. Mit anderen Klassen mehr Skills bekommt. Ja, Streak, ich verstehe dich zwar nicht, aber. Gibt es eigentlich auch Evox, die Deutsch sprechen? Weiß ich gar nicht, gab es in Episode 6. Die Evox sind aus Episode 6, das weiß ja jeder. Aber können die da eigentlich auch Deutsch sprechen oder manche? Ich glaube nicht. Die haben da neuere Standardsprachen. Warum hat er jetzt gerade so ein Machtgebiet hier drin? Soll er doch nicht. Jetzt habe ich noch die Attacke hier. Was hier noch? Oh geil, Handschuhe. Die 100 pro schlechter sind. Nö, nee, sind sie nicht. Ja. Wieder typisch mein Glück. Handschuhe sind natürlich nicht schlechter. Gut, was heißt. Gut, was heißt Glück? Ah! Soll ich da runter? Von da müssen alte Sprungtruppen herkommen. Versuch dort nichts aufzuwecken. Das behalte ich mal. Ich weiß nicht, soll ich das verschenken? Ich glaube, ich verschenke das mal. Warte, jetzt ist gerade der Fahrstuhl da. Ebenenzugangslift. Jetzt fahren wir bitte wieder runter, du Scheißteil. Sprungtruppenproduktionsebene. Einbruch in Sprungtruppenproduktionsebene. Prätorianereinheit eingesetzt. Ah. Ja, ich hatte nicht. Ich dachte, ich hätte zu früh gedrückt. Ich hatte schon Schiss gehabt, dass ich das zu früh gedrückt habe. Aber habe ich zum Glück nicht gemacht. Warum ist jetzt schon wieder nicht sichtbar? Dass auch irgendwie manchmal die Granate nimmt, aber nicht wirft, weil ja halt nicht sichtbar dann plötzlich wieder ist fürs Spiel. Oh, oh, fuck. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Komm, Trick, heil mich. Angriff. Ich sagte, heil mich. Ja, genau so. Ich muss sagen, der heilt schon echt gut. Also, so ist nicht. Meinte heute, die kann ich alle runterschubsen. Priorität auf das heißt alle, nicht alle. Der markierten Bedrohung. Und zwar zwei. Nee, drei, glaube ich. Habe ich drei oder zwei runtergeschubst? Nee, zwei, glaube ich. Oder drei? Weiß ich gar nicht. Freak, wo bist du denn? Ich habe doch gesagt, du bist ein guter Heiler, dann zeig's bitte auch. Wie gut du heilen kannst. Du meinst mal hier ein Schild, dass du geschützt bist, Streak. Für dich tue ich doch alles. Einheiten bieten eine um 3,2% gesteigerte Zerstörungseffizienz. Hier los, what the fuck? Integrität kompromittiert. Oh geil, was gab's denn da jetzt gerade? Geil. Ausstellungsröhre für Sprungtruppenmodell. Was gebunden? Wird in 2 Tagen, in 1 Tag und 11 Stunden gebunden? Okay. Das heißt, ich kann den sowieso nur. Ach komm, ich nutze den jetzt einfach. Der wird innerhalb von 1 Tag wird keiner schreiben, dass er den haben will. Und dann wird er gebunden. Ich weiß gar nicht, ob ich den jetzt schon geben kann. Eigentlich steht ja, der wird jetzt in 2 Tagen ja erst gebunden. Nur noch ein Fahrstuhl. Ich hab ganz schön viele Fahrstühle hier. Was gibt's ja eigentlich noch? So Sternfestung 2 gibt's auch. Instanz, was stand da gerade? Instanz wird geleert, toll. Das ist irgendwie immer, wenn es in einem Flashpoint eine 2. Instanz ist, kann man da nicht hinreisen, weil da irgendwie immer steht, wird geleert. Warum bin ich jetzt gerade im Weltraum? Hallo? Ach so, weil es noch nicht geladen ist, wahrscheinlich. Und wo kann ich da gerade irgendwas anklicken? Ah, weil hier eine Tür ist. Shoot, auf bitte. Was Mia ist da? Sagt, dass die Energiequelle nicht mehr weit weg ist. Vielleicht noch ein paar Ebenen unter euch. Was ist denn hier? Wahrscheinlich nichts, oder? Wahrscheinlich einfach nur nichts. Yep. Diese Raketenschub ist auch echt ziemlich praktisch. Deswegen habe ich den auch damals mal gekauft. Jetzt weil ich sowieso versuchen will, so viel wie möglich was unnötig jetzt freizuschalten. Das ist unnötig. Raketenschub ist ziemlich wichtig eigentlich. Eine relativ wichtige Fähigkeit. Und habe ich mir damals mit Kartellmünzen gekauft. Meine Kartellmünzen werde ich erstmal noch nicht ausgeben. Ich weiß gar nicht, was ich mir ehrlich gesagt verkaufen soll hier in dem Shop, weil was ist die Hälfte davon scheiße. Frachtrampe. 225 würde ich niemals dafür ausgeben. Raumjäger nutze ich sowieso nicht.
Also bitte schreibt jetzt nicht, dass ich irgendwelche Sachen kaufen soll, die ich eh nie nutze. Also bitte schon Sachen, die ich wirklich nutze. Raumjäger, das habe ich bisher noch nie gemacht. Ich glaube, das habe ich bisher nur ein einziges Mal gemacht. Das lohnt sich einfach nicht. Würde auch Sachen, die sich lohnen. Und wenn es eine Kiste ist. Aber bitte nicht sowas hier. Bitte keine Überkisten. Vielleicht einmal hier so ein Paket oder so, wo die auch schon viel zu teuer sind. Oder irgendwie hier in der Ausrüstung, die ihr unbedingt sehen wollt, bitte. Oder ein Transportmittel oder Dekoration. Oder eine Freischaltung. Wir brauchen es gut eigentlich nicht und Verschiedenes. Gut, vielleicht hier irgendwie mal so ein Scheiß hier. Das nicht, weil das nutze ich sowieso nicht. Oder irgendwie vielleicht sogar mal eine Anpassung für Treak. So, wie komme ich jetzt hier runter? Muss ich einfach nur runterspringen, wer wird? Warte, den hier ärgere ich jetzt einfach mal. Ich stelle mich auf das Geländer. Jetzt kann er mich nicht treffen. Jetzt hat er eine Kontrolle. Oder er verwendet Macht. Hallo, würdest du bitte nicht darunter gehen? Ah, er ist klug. Ey! What the fuck? Wer hat denn das gemacht? What the fuck? Wehe, du schubst mich runter, du Arsch. Wer hat denn das jetzt gemacht? Probiere ich gleich auch mal aus. Wie ist er jetzt hier hochgekommen? Ist irgendwo ein Fahrstuhl? Ach so. Ich kann hochlaufen. Schade. Wäre so geil gewesen, bin ich. Ein Freecode in eine Spritze rein. Schade, dass du sie nicht mir geben kannst. Trick hat, glaube ich, aber keine regelmäßigen Heileffekte. Also ich muss sagen, echt, zum Heilen ist Trick echt geil. So, komme ich jetzt hier runter? Jupp. Ja, war klar. Das war doch irgendwie auch klar. So. Weiter. Ah, hau ab. Ach, das war doch klar irgendwie. Ich weiß gar nicht, wie lange der Flashpoint jetzt hier geht. Ich hoffe mal, da geht es nicht so lange. Eingesetzt. Weil ich möchte es eigentlich. Ich möchte eigentlich jetzt hier nicht so lange Folgen mehr machen. Zentralkammer. Da sollte ich vielleicht nicht runterfallen. Aber ein Gegner. Kann ich den hier runterwerfen? Natürlich nicht. Ich mich nach hinten wieder hinlocken würde, aber das wäre zu viel Arbeit. Ja, also vielleicht zu einer 50% Chance sowieso nicht runterhole. So 50-50 Chance. Werde ich das nicht machen. Ich krieg den so oder so nicht darunter. Weil ich eh zu schlecht bin fürs Schubsen. Hallo, komm wieder in die Schiss. Das Feuer da rein. Ist das überhaupt Feuer? Überwältigt. Durch Angriff erlittener Schaden, aber steht da nicht. Also meiner Meinung nach ist es Feuer. Also nach meinen... Oh Gott, ist das Müll. Nach meinen... Nicht nach meinem... Oh Gott, ist das Müll, sondern nach meinem Gehirn. Das ist vielleicht Müll, aber... Nein. Mein Gehirn ist kein Müll. Ich habe es auch noch nie in Müll geworfen. Und auch noch nie gesehen. Gott, diese Folge. Ey, wo kannst du fliegen? Ich will auch fliegen. Ich hätte Kopfgeldjäger spielen sollen, hätte ich nämlich auch fliegen können. Gut, was heißt fliegen? Okay, fliegen ist das nicht. Hey, wie komme ich jetzt hier lang? Ach, da. Nee, da komme ich auch nicht durch. What the fuck? Wo komme ich jetzt hier lang? Ah, hier ist das grün. So, Trick. Zeig mir, dass du ein Heiler bist. Ein guter Heiler. Ich weiß nicht, ob Treak immer noch gleich heilen kann wie, wie damals oder ob er wirklich jetzt. Ob er jetzt gleich ist mit den anderen Gefährten. Ich hätte vielleicht anders sagen sollen. Ob er gleich. Ob er genau gleich viel Heilung macht wie andere Gefährten oder ob er mehr oder weniger Heilung macht. Ich glaube schon, dass er mehr macht. Ich bin nach. Ach. Hey, wer bist du denn? Gebt auf, solange ihr noch. Hätte ich ja gar nicht angreifen müssen. Och, scheiße. Ich habe keine Macht haben. Warum ist es auch noch? Ja, die habe ich wirklich nicht. Hätte ich die, dann wäre es viel geiler. Nein, ich wollte den Feuerstoß machen. Komm, Treak. Treak. Oder Treak, oder? Ey, warum bin ich fast tot? Komm, Treak, heil mich. Dann habe ich ein Schild gerade aktiv. Das heißt, ich bekomme weniger Schaden. Kampf gegen Gavmos. Wie viel gibt es denn jetzt hier? Okay,
Oh, Zako-Schild und Machtspeer. Gehört mir. Hab ich noch nicht, deswegen gehört's mir. Könnt ihr auch mal, vielleicht bekommt ihr es ja auch. Ich weiß nicht, ob man immer dieselben Items gedroppt bekommt, aber das zum Beispiel ein seltenes Item ist. Manchmal gut, wenn es selten wäre, wäre es lila, aber ich glaube, wenn es lila wäre, hätte ich es auch verkauft. Das Ende ist ja ziemlich geil aus. Würde ziemlich geil aussehen. Du bist ein Ritter von Zakul. Mit dir sind wir auch immer recht gut fertig geworden. Gut, was Gefährten die Schaden machen. Also ohne eigentlich. Mit dem Flashball brauche ich schon Heilung. Erst recht, wenn die Gegner dasselbe Level haben wie ich. Aber das liegt ja daran, dass man nicht weiter leveln kann momentan. Ich könnte euch die XP-Leiste auch ausblenden, aber mache ich jetzt nicht. Da bin ich jetzt zu faul für. Und dadurch, dass es bestimmt irgendwann irgendwie wieder zu Weihnachten oder so bestimmt wieder ein Update rauskommt, dass man bis 70 leveln kann, vielleicht, möglicherweise. Ich bin gespannt, was dann für eine Story kommt oder ob es dann einfach hier weitergeht in den Kapiteln. Kann ja auch sein. Ich denke mal, es kommt eine neue Story, weil die Story ist dann eigentlich abgeschlossen. Nach den 16 Kapiteln. Wenn überhaupt noch was kommt, kann es sein, dass gar nichts mehr kommt. Würde ich aber ziemlich schade eigentlich finden, wenn die nichts mehr rausbringen. Ich frage mich, wie die das da machen, wenn man irgendwann bis 100 leveln kann nach ein paar Jahren. Nach ein paar Jahren wird das bestimmt möglich sein. Wird das hier schon das Ende? Sieht so aus. Was steht hier? Was ist den eben? Was ich brauche hier? Genau, dich brauche ich. Okay, ihr seid jetzt in der Energiezentrale. Wir müssen etwas gegen Ephemeris unternehmen. Probiert, ob ihr mich mit seinem Datenkern verbinden könnt. Den Mod, den nutze ich gleich mal. Was hab ich denn hier drin? Effiziente Verbesserung. Ist aber besser, oder? Ja, ist besser. Und wie das besser ist, Alter, das nutze ich sofort. Pack ich am besten direkt hier in den Brustpanzer rein. Ich weiß gar nicht, warum mein Helm hier so anders angezeigt wird und hier so angezeigt wird. Das weiß ich gar nicht. Ephemeris, besiege Ephemeris. Ephemeris-Warnung. Wo bist du denn? Datenzentrum entdeckt. Ich hasse es, wenn die Gegner so spawnen. Ich hasse es einfach, wenn man die Gegner rein oder nicht sieht. Oder ist der Fall jetzt immer noch unsichtbar und wird erst sichtbar, wenn ich... Ich glaube, hier ist das Ende, oder? Weil... Hier geht's nämlich nirgendwo weiter. Ja, wie viel kommen denn jetzt hier noch, bitte? Das reicht. Gegner. Wenn ich das richtig sehe, hat Systemverbindung kein Gerät. Weiß ich nicht, was sagt, hier wurde freigelegt. Eine interessante Taktik. Etwas unheimlich, aber interessant. So schnell macht das Ding ja. Einen taktischen Vorteil verschaffen. Fernhacken, komm, fernhacken, komm, heck dich durch. Boom! Warnung! Die kaputte Scheißteil. Datenkern beschädigt. Sekundärkern aktiviert. Sekundärkern ist eigentlich der zweite. Was ist da eigentlich? Geht mehr, der ist immer noch unsichtbar. Oder halt noch nicht gar nicht da. Er wird zwar da als Gegner angezeigt, aber er ist noch nicht da. Neural Rückmeldungsüberladung. Neustart einleiten. Scheiße, ich werde das Ding einfach scheiße. Was wohl passiert, wenn ich diese kurz. Ich hasse es, wenn die Geister so rum durchlaufe, so. Verstehe ich manchmal nicht ganz, wann er jetzt fertig ist, aber nicht. Boom, kaputt mit dem Scheißteil. Warnung. Sekundärkern versagt. Systemversagen. Aktiviere Notfallverstärkungseinheit. Wo ist die? Oh, was ist denn das? Ist das dieser komische Ephemeris? Mach es nicht mal. Was? Zweimal? Du willst mich verarschen. Zweimal? Aktiviere Gefechtsalgorithmus der Klassifizierung. Was bist du? Ritter. Nee, doch nicht. Das war, glaube ich, nur ein Anzeigefehler gerade. Aber der Gegner ist geil. Mit Tweak vielleicht noch geil. Ich sollte mich vielleicht mal in die Nähe von Tweak stellen, wenn er mich nicht an dort wegschubsen würde. Der will wohl nicht, dass ich mit meinem Highlight zusammenbleibe. Irgendwie auch immer sofort aufsteht, die Attacke ausführt, sich dann wieder hinlegt und dann langsam wieder aufsteht. Ich hasse das mal, wenn man den Gegner nicht sieht, dass man den ja nicht angreifen kann. Also wenn man die Kamera dann immer so dreht und dann nach hinten läuft. Also wenn man jetzt so läuft, dass man dann immer die Attacken nicht ausführen kann. Wenn man die Kamera nicht auf den Gegner hat. Und läuft.
halt vom Gegner wegläuft. Das nervt mich immer noch total. Oh fuck, warum sterbe ich denn hier fast? Hallo, Impulsorfähigkeiten bereit. Warte, bis der Theron einen Lift gehackt hat. Warte, bis Theron einen Lift gehackt hat, okay. Gute Arbeit, Commander. Oh geil. Dann geben wir diesen Schild und... Willkommen in meiner Sternenfestung, Fremdling. Geil. Sie wird euch ein hübsches Grab sein. Ich komme nicht an den Schild ran. Wir brauchen eine neue Strategie. Miot, öffnet einen Aufzug. Ja, dann machen wir ein bisschen Wartungsluft, um das Stern... um zur Sternenfestung zu entkommen. Hast du das? Wartungsluft? Wartungsluft. Ja, sieht gut aus. Tschüss. Tschüss. Tschüss, tschüss, komm, ich will jetzt hier weg. Ich will hier weg, ich will hier weg. Wo ist mal hier weg? Nervt. Oh, 4 Leute sind in der Sternenfestung. Sind wir jetzt draußen? Bitte. Bitte. Ja, sieht gut aus. Okay, dann haben wir das doch schon mal geschafft. Hier zu mir Ding zurück. Und das machen wir erst in der nächsten Folge. Denn diese Folge ist vorbei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es hat, auf jeden Fall einen Daumen nach oben da lassen. Wenn ihr nichts mehr verpasst, war ein Abo und ciao.